DSG Sonnenhof Groß-Asbach zum letzten Spiel im Jahr 2014 zu Gast bei den Stuttgarter Kickers im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion. Nach dem 1:1 vergangene Woche gegen den MSV Duisburg wollte man bei den Stuttgarter Kickers nachlegen. Dass dies aber kein leichtes Unterfangen werden sollte, zeigt schon ein Blick auf die Statistik. Denn die Kickers haben noch keins ihrer Heimspiele in dieser Saison verloren. Und so startete die Partie vor 3160 Zuschauern auch mit viel Druck der Stuttgarter Kickers. Die erste Gelegenheit nach gut 4 Minuten, aber noch ein Bein dazwischen. Die SG kam nicht so richtig in Schwung und musste sich immer wieder mit den Angriffen der Stuttgarter auseinandersetzen. Der nächste Versuch in der 8. Minute, aber Simon Skalatidis noch dazwischen. Aber dann nach 12 Minuten auch mal Groß-Asbach mit einer Gelegenheit, aber Binakay verzieht doch deutlich vor dem Stuttgarter Tor. Dann eine Ecke für die Kickers, Marc Stein mit dem Kopfball, der war schon ganz schön knapp. Groß-Asbach aber dann mit einem schnellen Angriff und in Überzahl der Schuss von Pascal Sohm über das Stuttgarter Tor, aber der Angriff zeigt, dass man mit der SG immer rechnen musste. Nach 25 Minuten dann wieder die Stuttgarter mit einem Freistoß, Christopher Geng hat den Ball aber sicher. 29 Minuten waren in Reutlingen gespielt, dann diese Flanke in den Groß-Asbacher Strafraum. Geng faustet den Ball raus, aber genau auf Sandrino Braun. Das 1:0 für die Stuttgarter Kickers. Unglückliches Gegentor nach der Rettungstat von Geng. Den Stuttgartern war das ziemlich egal, die Führung aber auch nicht unverdient. Und die Stuttgarter machten weiter Druck. Der Schuss von Randy Edwini Bonsu zur Ecke geklärt. Und auch nach der wurde es gefährlich. Skalatidis klärt vor der Linie. Kurz vor der Pause aber nochmal Sonnenhof mit einem Angriff über die linke Seite über Tobias Rühle. Die Flanke aber dann von Corbinian Müller im Stuttgarter Tor abgefangen. In der 2. Halbzeit die erste gute Szene nach 58 Minuten. Randy Edwini Bonsu wird aber noch entscheidend gestört. Es war nicht mehr allzu viel los auf dem Rasen, darum machen wir schon einen Sprung in die 67. Minute. Aber die hatte es in sich, da nämlich das Foul von Jülich. Und weil er schon gelb verwarnt war, musste er nun mit Gelb-Rot vom Platz. Doch nach dem Platzverweis die SG plötzlich hellwach und mit Chancen, allerdings auch unter kräftiger Stuttgarter Mithilfe. Corbinian Müller verhindert den Ausgleich. Und erneut Groß-Asbach nach 76 Minuten, doch wieder war Corbinian Müller Endstation, der Nachschuss dann am Tor vorbei. Ja, und mitten in dieser Drangphase ein Freistoß der Stuttgarter Kickers und dann ist es Daniel Engelbrecht mit der Fußspitze, das 2:0 für die Stuttgarter Kickers. Ganz bitter für die SG, war man doch nach dem Platzverweis drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, so aber die Entscheidung in der Partie. Das war's dann auch und Groß-Asbach verliert bei den Stuttgarter Kickers letztlich verdient mit 2:0 und überwintert auf dem 17. Tabellenplatz. Weiter geht es am 31. Januar um 14 Uhr, dann zu Hause gegen Unterhaching.